Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur heutigen chaotischen Viertelstunde zum Thema ZSH. Eine geile Shell. So, erst einmal, was ist so eine Shell? So eine Shell ist das, was ihr da seht. Ich habe hier irgendwie so ein Ding und kann da irgendwie Dinge eintragen. Und dann drücke ich Enter und dann passiert irgendwas. Wer kennt sowas nicht? Alles klar, alle Leute kennen das. Das ist ja ganz entspannt. Jetzt gibt es da verschiedene Varianten. Es gibt da zum einen das, was normalerweise auf Linux-Systemen standardmäßig, auf den meisten Systemen standardmäßig installiert ist, ist die Bash. Das heißt, wenn ihr einfach mal als euer User irgendwo auf einem Linux ein Terminal aufmacht, dann ist das eine Bash. Wenn ihr auf einem macOS ein Terminal aufmacht, ist das, glaube ich, auch eine Bash. Und ZSH ist halt so eine andere. Die sieht erstmal genauso aus, aber sie ist um ein Vielfaches geiler. Und warum, will ich euch heute erzählen. Womit fangen wir an? Wir fangen einfach mal damit an, was passiert denn, wenn ich mich vertippe? Bums, dann sagt meine Shell mir, kenne ich nicht. Jetzt hat ZSH da ein geiles Feature. Ich kann einfach die Option Correct setzen. Und dann sagt er mir, übrigens, meintest du vielleicht das? Und dann kann ich sagen, ja. Und dann seht ihr jetzt leider nichts, weil es in diesem Directory keine Dateien gibt. Spannenderweise ist in meiner Shell-Historie dann auch ls drin. So, bums. Ja, und jetzt seht ihr, tut. Das ist so das eine von den netten Dingen. Jetzt kann man sich noch weitere Dinge überlegen. Eine weitere nette Sache ist zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Directory mache. So, dann kann ich in dieses Directory reingehen. Ich kann auch wieder rausgehen. Wenn ich versuche, dieses Directory aufzurufen, sagt er mir Command not found. Das ist ja blöd. Da gibt es so eine Option. Und wenn ich AutoCD gesagt habe und er sieht, mein Kommando ist ein Directory, dann geht er mir halt in das Directory rein. Das ist auch relativ cool. Jetzt kann ich in diesem Directory ja sowas machen wie echo foo in so eine Datei reintun. Und dann steht in der Datei foo drin. Jetzt kann ich ja sowas machen wie echo bar in dieselbe Datei. Und jetzt steht da bar drin, aber nicht mehr foo. Und jetzt kann ich sowas machen wie nochmal ein bar hier reinschreiben. Und wenn wir uns die jetzt anschauen, dann sehen wir, das sind jetzt zwei bars. Jetzt kann ich auch Folgendes machen. Und was passiert jetzt? Jetzt ist in dieser Datei wieder ein foo drin. Wem ist das schon mal passiert, dass er auf diese Weise versehentlich eine Datei geschreddert hat, die er noch brauchte? Es sind so ein paar Leute. Da gibt es eine Lösung. Ich setze einfach nur Clobber. Und jetzt sagt er mir, Datei existiert bereits, bitte nicht. Was ich machen kann, ist das hier. Das geht. Jetzt ist da zweimal foo drin. Wenn ich jetzt explizit eine Datei überschreiben möchte, was ja auch manchmal passiert, geht das immer noch, nur sieht der Operator jetzt ein bisschen anders aus. Bums. Tada! Funktioniert wieder. Finde ich eine super praktische Operation oder eine super praktische Option. Die hat Bash tatsächlich auch. Ich dachte mir, ich stelle sie trotzdem mal vor, weil sie unglaublich praktisch ist, weil sie nämlich verhindert, dass ich mir versehentlich Dateien unter meinem Hintern wegschieße. So, das war das. Dann gibt es, die Option machen wir später. Dann gibt es sowas wie Aliases. Wer kennt Aliases? Sehr gut. Wer kennt globale Aliases? Okay. Also was ich ja machen kann, ist, ich kann zum Beispiel mir die Datei myfile angucken. Dann würde mir jetzt sagen, command not found. Weil ich offensichtlich den wichtigsten Alias der Welt vergessen habe. Und jetzt kann ich das machen. So, bums. Jetzt kann ich mir die Datei anschauen. Aliases funktionieren sozusagen, indem ich Kommandos hier am Anfang einfach neu definieren kann. Ich kann zum Beispiel meinen vvim aliasen. Was ich auch machen kann, ist, ich kann in ZSH globale Aliases setzen. Machen wir mal eben kurz ich habe da mal nichts vorbereitet, deswegen muss ich das jetzt mal eben machen. Und was ich jetzt machen kann, ist ja sowas wie cut my file
grab boing. Und dann kriege ich genau mein boing zurück. Was ich jetzt auch machen kann, ich kann einen Alias, einen globalen Alias, groß G anlegen, der nichts anderes ist als pipe grab. Was ich jetzt machen kann ist, ich kann sagen, cut my file, grab boing und es funktioniert. Genau, das sind globale Aliases, also man kann sich im Wesentlichen Aliases auf ungefähr alles setzen, was man irgendwo in der Mitte von so einem Kommando stehen haben will. Das ist relativ cool. So, was kann ich noch machen? Jetzt gibt es Aliases, die für den Anfang der Kommandozeile funktionieren, das können ungefähr alle Shells. Dann gibt es Aliases, die in der Mitte funktionieren. Was fehlt noch? Aliases, die am Ende funktionieren. Dankeschön. So. Bewegen wir mal myfile auf myfile.txt. Und jetzt wie war nochmal genau die Syntax? Genau so war die Syntax. Einen Suffix-Alias definiere ich mir. Und zwar sieht der folgendermaßen aus. TXT soll sein cut. Und was jetzt passiert ist, wenn ich einfach myfile.txt aufrufe, wird er mir das einfach mit der Software, die ich ihm da gegeben habe, aufrufen. Ich kann also sagen, basierend auf Datei-Extension, öffne mir bitte auf Dateinamen-Endung, öffne mir bitte die Datei mit folgendem Programm. Da kann ich jetzt auch Vim reinschreiben. Und wenn ich das Ding jetzt aufrufe, macht es mir mit Vim auf. Das ist relativ cool. Das kann ich mit ungefähr allem machen. Das kann ich mit Musik machen. Das kann ich mit, also irgendeine Datei-Extension. Ne? You name it. Denkt euch was aus. Gut, das ist das. So, was für einen schönen Spaß machen wir denn als nächstes? Ah genau, was auch ganz nett ist, ist ZSH hat Hooks. Ja, da gibt es eine Frage. Achso, passiert das nur bei Dateinamen oder bei beliebigen Text? Also wenn du sagst, echo bla.txt kommt da, dann... Du meinst so? Ja, mach mal einen Punkt weg, um es zu verstehen. Ja. Da passiert gar nichts. Und mit Punkt passiert da auch nichts. Weil es nicht das erste Kommando ist. Das matcht doch das erste Kommando. Okay. Aber wenn du einen Befehl hast, irgendwie bla.txt, dann ist das, also es ist nicht nur auf Dateien. Das probieren wir doch gleich mal aus. Cut.txt soll cut sein. Und jetzt kann ich cut.txt myfile war das. Sowas. Macht er mir in Vim auf. Weil der Suffix-Alias ist. Wenn der Punkt nicht da ist. Command und Found. Punkt.txt kennt er auch nicht. Boing.txt kennt er auch nicht. Der Punkt muss da sein, ja. Gut. Das wäre das. So, was haben wir? Was machen wir? Ah, genau. Hooks wollte ich erzählen. Was sind Hooks? Hooks sind so Dinge, da kann man sich dranhängen und dann passieren Dinge. Zum Beispiel kann ich einfach eine Funktion changePWD definieren. Und da einfach was reinschreiben. Was jetzt passiert, ist, wenn ich einen Ordner höher gehe, dann sagt er mir, dass Wurst stinkt. Und wenn ich jetzt wieder in den Wurstordner reingehe, dann weist er mich nochmal darauf hin, dass Wurst stinkt. Weil ich ihm gesagt habe, in dieser changePWD-Hook, das ist einfach eine Funktion, die kann ich mir irgendwo hinschreiben in meiner ZSHRC. Das ist minus A. Ah, weil ich ein ls minus A. Dann sehen wir, dass wir hier diese ZSHRC haben. Das ist die Datei, die meine ZSH einliest. Und da kann ich halt einfach reinschreiben: changePWD, irgendwas in diesen Funktionskörper. Und da kann ich im Wesentlichen alles mitmachen. Sei es das Aufmachen von irgendwelchen Devices, wenn ich einen Ordner betrete. Also ich könnte zum Beispiel sowas machen wie, ich betrete den Ordner und der prüft sozusagen, ob das Netzwerk-Device gemountet ist, ob der Lux-Container geöffnet ist oder beim Verlassen eines bestimmten Ordners könnte ich gucken, dass da Dinge passieren. Das ist eine von den Hooks, es gibt noch ein paar mehr. Es gibt zum Beispiel noch die Pre-Exec-Hook, die wird aufgerufen, bevor ein Kommando zum Beispiel... Wenn ich das so ausführe, dann würde die Pre-Exec-Hook das Kommando nochmal zu Gesicht bekommen, bevor es ausgeführt wird. Das heißt, ich kann Dinge tun, kann
Replacements tun, kann irgendwelche Sanitation machen, wie ich möchte. Dann gibt es noch die Pre-Command, Pre-Command-Hook. Die Pre-Command-Hook wird, läuft also im Wesentlichen nach dem Kommando, bevor der Prompt wiederkommt. Und da kann ich halt auch Dinge tun. Und es gibt noch eine Hook, die zum Beispiel auf Shell Exit aufgerufen wird. Das heißt, wenn ich meine Shell zumache, kann ich da auch nochmal Dinge tun. Zum Beispiel Netzwerkgeräte anmounten, Lux-Container zumachen, you name it. Das ist relativ cool. Die sind einfach built-in, die kann ich einfach irgendwo deklarieren und die funktionieren einfach. So, was haben wir denn noch? Bin ich in der Zeit? Okay. So, dann haben wir, das mache ich in einer anderen Shell, das mache ich in einer anderen Shell. Wir könnten uns noch die relativ geilen History-Features ansehen. Da gibt es ein bestimmtes. Zum Beispiel, man kann dieser ZSHRC, jetzt korrigiert er mich und korrigiert mich falsch, das will ich nicht haben. Wir können uns zum Beispiel anschauen, ich habe hier einen Hist-File gesetzt, ich habe hier eine Hist-Size gesetzt und ich habe ihm gesagt, wie viel er dann speichern soll. Und was ich ihm auch noch sagen kann, und was jetzt passiert ist, wenn ich irgendein Kommando mache, echo foo, dann, und wir uns das Hist-File anschauen, Hist-File, dann werden wir sehen, dass dieses Hist-File, dass dieses Kommando, was ich gerade abgesetzt habe, nicht in diesem Hist-File drin ist. Warum? Weil das geschrieben wird, nachdem die Shell exitet. Jetzt hat ZSH aber ein relativ geiles Feature. Da gibt es ja auch eine Option für. Wie hieß das nochmal? Genau. Share History. Und wenn ich Share History setze und jetzt nochmal ein Echo von irgendeinem Kommando mache und wir gucken uns jetzt mal das Hist-File an, jetzt sehen wir, jetzt ist es drin. Und das ist relativ cool. Auf diese Weise kann ich nämlich auch die Kommandos, die ich in einer Shell tippe, auf eine andere Shell übertragen und habe die dann sozusagen eine synchronisierte Historie, die ich in meiner, die ich über meine Shells habe. Genau. Das ist das. Was kann ich noch damit machen? Es gibt noch eine nette Sache. Jetzt offensichtlich taucht jedes Kommando, das ich tippe, da jetzt auf. Und wenn ich jetzt irgendwelche unflätigen Beleidigungen auf meine Shell schreiben möchte, dann möchte ich natürlich irgendwie nicht, dass die in meiner Shell-Historie auftauchen. Deswegen können wir Folgendes tun. Wir können sagen, da gibt es eine Option für. Setup hist, hist ignore space. Was hist ignore space macht ist, ich habe jetzt meine unflätige Beleidigung und wenn ich einfach ein Leerzeichen an den Anfang von diesem Kommando mache, kann ich das absetzen. Ihr kriegt eine unflätige Beleidigung. Aber wir sehen, diese unflätige Beleidigung taucht in meiner History nicht auf. Ist das nicht super? Das heißt, ich kann jetzt durch die Gegend laufen und Leute beleidigen, ohne dass das am Ende dokumentiert ist. Das ist doch genau das, was man haben möchte. Das Setup Hist Ignore Space ist natürlich drin. Das setze ich aber sowieso ganz am Anfang in meiner ZSHRC und dann weiß niemand, wann ich irgendwie böse Dinge getan habe. Ich habe die natürlich jetzt alle aus Demonstrationsgründen nicht gesetzt, diese Optionen. Schreibe ich natürlich alle in meine ZSHRC rein. Gut, das wäre das. Was gibt es denn noch Schönes? Es gibt noch so Optionen wie Extend History. Mit Extend History kann ich das macht sie jetzt schon. Wir sehen hier einen Unix Timestamp am Anfang. Und dieser Unix Timestamp ist, wann das Kommando halt abgesetzt wurde. Ich kann mit Extended History der ZSH auch noch sagen, dass ich protokollieren soll, wie lange Kommandos gelaufen sind. Das landet auch in der History, falls das spannend sein könnte. Und sowas. Genau. Dann gibt es noch, was gibt es denn sonst noch? Ah genau, es gibt noch den Dir-Stack. Der Dir-Stack ist eine schöne Sache. Was ist denn der Dir-Stack? Ich muss erstmal eine Variable setzen. Und dann mal, Moment. Der Dir-Stack ist eine coole Sache. Ich muss einfach ein Dir-Stack-File setzen und zwar temp poop. Und wenn ich jetzt Dir-Stack-File gesetzt habe, kann ich irgendwie, wir haben hier ja so Ordner, kann ich irgendwie in diesen Ordner, kann ich irgendwie so ein Push-D machen und was dann in diesem Dingens drin ist, ist offensichtlich nichts. Das ist ja schade. Habe ich irgendwo
habe ich das dir-stack-File gesetzt? Ja, das dir-stack-File ist gesetzt. Was ich aber auf jeden Fall machen kann, ist, dieser dir-stack ist im Wesentlichen eine Möglichkeit, wie ich, warte mal, jetzt können wir noch irgendwie in Wurst. Wo bin ich gerade? Ah, da bin ich. Gehen mal in Temp rein und wir gehen mal in Temp ZSH Demo und wir gehen mal in und machen hier nochmal ein Push D. Und jetzt sehen wir, habe ich zweimal den gleichen Ordner drauf, das ist ja super. So. Und wir sehen, jetzt haben wir zwei unterschiedliche Ordner. Was ich jetzt machen kann, ist, wenn ich irgendwie dahin gehe, dann kann ich so Dinge tun wie cd minus 0, sagt mir jetzt nur. Machen wir eben. Ist mir gerade so, ich bin gerade zu faul. Ich muss gerade mal einen dir-stack generieren. Bums. Es gibt da eine Option. Und jetzt cd ich mal irgendwie wild durch die Gegend. Und jetzt sollte in der Theorie okay, funktioniert gerade irgendwie nicht. Wahrscheinlich, weil ich in dem Ordner nicht schreiben darf, in dem ich das Ding hingelegt habe. Das ist ja schade. Egal. Dann legen wir es doch mal eben hier hin. Das dir-stack-File landet dann in tmp-zsh-demo dir-stack. Bums. Und dann jetzt kann ich mal mit cd-wurst und jetzt schauen wir mal. Das sieht ja schon besser aus. Und jetzt kann ich, ich muss es offensichtlich nur einmal anfassen. So, was ich jetzt machen kann, ist, ich kann einfach sagen cd minus und habe jetzt da einfach die Liste meiner bisherigen früheren Ordner und kann einfach dahin springen, zum Beispiel nach 4. Oder ich kann auch im dir-stack nach oben springen und dann gehe ich irgendwie zu 3. Und dann bin ich jetzt hier. Und wenn ich jetzt irgendwie minus, ich will dahin, dann bin ich jetzt da. Das ist relativ cool. Ich kann auch sagen, wie lang dieser dir-stack sein soll. Da gibt es noch Optionen irgendwie, dir-stack size heißt die, glaube ich. Und noch so ein paar andere Dinge, womit ich die Länge kontrollieren kann. Und jetzt, was momentan aber noch passiert ist, wenn ich irgendwie ein cd... wo bin ich denn gerade? Ah, da bin ich. CD-TMP mache, dann sagt er mir noch nichts, aber ich kann auch so Dinge machen wie, dass er mir Duplikate ignorieren soll. Ich kann mit setopt push d minus, kann ich sozusagen die Bedeutung von Plus und Minus umkehren, wenn einem das andersrum irgendwie lieber ist. Aber dieser dir-stack ist relativ cool, weil ich einfach in meiner Shell ganz woanders hinspringen kann und ganz egal, wie lang der Pfad ist, komme ich wieder zurück, ohne dass es mir Arbeit macht. Das ist unglaublich cool. Ja, Push-D ja, aber nicht, dass das passiert bei jedem CD automatisch. Diese Option Auto-CD ist der spannende Teil daran. ZSH kann das nämlich einfach, also Push-D funktioniert in jeder Shell, das heißt, da hast du vollkommen recht, aber eben, dass es automatisch beim CD gemacht wird, das habe ich bisher nur in der ZSH gesehen. Es kann sein, dass andere Shells das auch können, aber ZSH kann das auf jeden Fall und das ist cool. Genau, das ist das. Habe ich noch irgendwas, was ich in dieser Shell zeigen wollte? Nee, ich glaube nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt mal in die etwas buntere Shell zurück. Wo wollte ich hin? Für noch ein paar andere coole Dinge. Monitoring. Da. Da ist schön. So, jetzt gibt es so Dinge. ZSH hat, erstmal hat ZSH coole Dinge wie zum Beispiel Vim Keybindings. Ich bin gerade im Insert Mode und ich kann einfach sagen Escape und dann bin ich im VI-Mode, kann einfach das hier wegmachen und kann mit Enter das einfach ausführen. Das ist relativ cool. Es gibt Keybindings für Vim und es gibt Keybindings für Emacs und man kann sich beliebige Dinge da noch reinbasteln. Dieser ZSH Line Editor ist sowieso relativ geil. Jede Operation, die ich mache, also auch Character zurück, Character vor, Cursor verschieben, ist eigentlich so eine Operation des ZSH Line Editors, den ich auf irgendwelche Keys binden kann. Und was ich zum Beispiel auch machen kann, ist, ich kann beliebige davon ausführen. Im Vim-Mode liegt das auf Command-Mode-Doppelpunkt und dann kann ich sowas wagen wie, machen wie Push-Line.
Dann ist das Kommando weg, ich kann was tippen. Zum Beispiel geht Status, was nicht funktioniert, weil wir kein, weil wir hier kein, weil das kein Git ist. Aber wir sehen, mein altes Kommando ist wieder da. Das heißt, wenn ich irgendwie so einen Wust an Kommando da stehen habe und ich will mal eben was nachgucken, was ich zur Fortsetzung meines Kommandos brauche, dann rufe ich in dem ZSR-Line-Editor einfach Push-Line auf oder binde mir das sogar direkt auf den Key und dann kann ich einfach Kommandozeile leer machen, was nachgucken und kriege mein Kommando dann wieder. Das tut auch. Gut, dann kommen wir jetzt zu unglaublich geiler Globbing-Magie. Jetzt habe ich irgendwo in diesem Dateisystembaum liegt mein Mail-Exporter und da ist so eine Mail-Exporter.go drin und die würde ich jetzt gerne aufmachen. Da könnte ich jetzt irgendwie jahrelang in diesen File-System-Tree absteigen und das Ding suchen oder ich mache einfach Doppelglob Mail-Exporter.go und der öffnet mir einfach die Datei Mail-Exporter.go, wo auch immer sie in diesem Dateisystembaum unter mir liegt. Vollkommen Rille. Das kann ich zum Beispiel auch machen, wenn ich zum Beispiel, machen wir mal, wie wäre das mit denn mit CD, war, und jetzt will ich mal DU-HS, alles was irgendwie auf Log endet, will ich mal so größenklassifiziert haben. Das dauert jetzt ein Weilchen und bums, macht er mir irgendwie alle Logs, ganz egal wo sie liegen, und gibt mir einfach eine Liste von den Logs. Das kann ich für jede beliebige Datei machen und es ist relativ geil. So, das ist das Extended Globbing, was ich auch machen kann, wenn wir schon hier in Log sind. Ich kann sowas machen wie Stern, ich meine, das geht, das ist eine Menge. Oder ich kann machen, sowas machen wie ls Stern Punkt, das matcht nur auf Files, was irgendwie langweilig ist, weil da jetzt keine Files drin sind. Gehen wir mal in Log rein, hier sollten Files drin sein. Ja, da sind Files drin. Sind da auch Directories drin? Sind auch Directories drin. Und die kann ich halt auch mit Stern slash adressieren und zeigt mir nur die Directories. Wer sich fragt, was minus D gemacht hat, minus D vermeidet das hier, dass er mir alle den Inhalt von den ganzen Dingen anzeigt. Genau, das ist das Extended, sind so Ansätze, Oberfläche von Extended ZSH Globbing Magie, was auch relativ cool ist. So, wir hatten Options, wir hatten Aliases, wir hatten Completion aber noch nicht. So, Completion ist noch relativ geil. ZSH hat eine relativ mächtige Completion-Function. Und was ich zum Beispiel machen kann, ist, ich habe eine super mächtige Git-Completion. Ich kann einfach sagen, Git tab. Und möchtest du wirklich alle 130 Possibilities sehen, die ich so habe? Ja. So, und jetzt habe ich hier Completing Plumbing Internal Commands. Completing Plumbing Syncaper Commands, Plumbing Syncaper, also Plumbing Interrogator Commands, Plumbing Interaction Commands. Der führt mir im Wesentlichen alles auf. Und was ich auch machen kann, ist Git A Tab. Und er sagt mir, das sind die Dinge, die mit A anfangen. Und jetzt kann man in der Completion auch noch sagen Menü. Und was er dann macht, ist, dann kann ich tatsächlich mit den Pfeiltasten hier durchgehen und kann mir die Option dann mit Enter aussuchen und der autokompletiert mir die. Habe ich bei mir jetzt nicht angemacht, weil ich das persönlich nicht so gerne mag, aber das geht. Das heißt, man bekommt da so ein Menü. Man kann auch sagen, bitte nur das Menü, wenn es mehr als n Einträge sind. Und dann kann ich sowas machen wie AR sollten noch zwei sein, der Autocompletiert mir so weit. Und das ist relativ cool. Was ich auch machen kann, wenn wir schon bei Autocompletion sind, angenommen, ich möchte in den Ordner USR Local Share rein. Dann kann ich sowas machen wie CD ULS Tab. Und er autokompletiert mir alles, bis auf das L, weil er jetzt nicht weiß, ob ich in User Local oder in User Lib will. Also sage ich ihm O und er autokompletiert mir das. Was kann er da nicht? Ah, jetzt hat er die Wahl zwischen Sbin, Share und Source. Ich wollte in Share rein. Mach einen Buchstaben mehr, bis er weiß, was er tut. Das relativ geil. ZSH komplettiert hier auch nur die Ordner ohne Punkt am Anfang, während Bash hier zum Beispiel standardmäßig erstmal alles komplettiert. Und ZSH komplettiert mir hier wirklich intelligenterweise alle die Ordner, die nicht mal mit einem Punkt beginnen. Das ist super cool. So, angenommen, ich wollte jetzt aber gar nicht in User Local Share, sondern ich wollte in User Local Bin rein, weil ich ein Pfosten bin, habe ich es halt falsch gemacht. Kann ich aber sagen, Change from Share to Bin war das, glaube ich. Und bums, bin ich in User Local Bin. Das ist ja viel toller. Das kann ich tatsächlich nicht nur mit User Local machen, sondern das kann ich auch mit CD USR Local und in der Theorie, wenn ich es jetzt nicht verkacke, sollte das funktionieren und ich bin in slash bin drin. So kann ich im Wesentlichen komplette Pfade
in meinen Dingen ersetzen. Wenn ich zum Beispiel in user-local-bin bin und ich möchte jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie den Ordner usr-lol, dann kann ich auch einfach machen cd-cal-l und dann sollte ich in user-lol-bin landen, was er jetzt aber nicht kennt. Das heißt, man kann hier tatsächlich nicht nur komplette Ordner ersetzen, sondern man kann tatsächlich komplette Substrings in diesem Pfad ersetzen, was relativ cool ist. Was auch relativ cool ist, ist, was ZSH macht, ist, wenn ich zum Beispiel ls tippe, dann, und ich habe jetzt irgendwie viel CD gemacht und ich tippe ls und mache einfach Pfeil nach oben, dann lässt er mich durchscrollen durch alle Kommandos, die ich einfach mal, die mit ls beginnen. Oder alle Kommandos, die mit l beginnen. Oder alle Kommandos, die bis zu dem Punkt matchen, wo ich es getippt habe. Das heißt, ich kann damit auch relativ schnell durch bisherige Kommandos durchswitchen. Genau, was war das? Habe ich sonst noch irgendwas? Genau, was ich nochmal demonstrieren wollte, war die unglaublich geile GPG-Completion. Die GPG tatsächlich benutzbar macht. Möchtest du alle 383 Möglichkeiten sehen? Das sind 275 Lines. Gib ihm. Ach so. Nein. Ich hätte ihm hier explizit sagen müssen, dass ich minus, minus, tab, dass ich ja haben will. Und dann sehe ich hier im Wesentlichen alle Dinge. Und auch hier habe ich wieder geile ZSH-Completion. Ich kann zum Beispiel minus, minus, List, dann komplettiert er mir bis zum List, dann komplettiert er mir alle Möglichkeiten, die ich habe. List public keys und jetzt kann ich irgendwie. Do you wish to see all 446 possibilities? Jetzt würde er mir anzunehmenderweise vermutlich alle meine Kontakte komplettieren, die ich da in Stellung bringen kann. Möchte ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht jedem vorführen möchte auf Tape, was in meinem Keyring drin ist. Aber ich kann zum Beispiel sowas machen und dann sehe ich meine. Genau, das ist das. Jetzt hatte ich euch sozusagen Pushline schon mal gezeigt. Git Completion habe ich euch gezeigt. Path Replacement habe ich gezeigt. Ah genau, was auch sehr, sehr geil ist. Ich kann usr local machen und das funktioniert nicht. Aber wenn ich zum Beispiel in meinem Home-Ordner bin und habe ich einen Ordner Musik und ich mache CD Musik, seht ihr, der auto-komplettiert auch automatisch auf das große M, obwohl ich ein kleines M getippt habe. Das heißt, was er macht, ist, er guckt erst, passt der Pfad case-sensitiv? Und wenn das nicht der Fall ist und alles ist kleingeschrieben, dann probiert er einfach mal aus, ob da irgendwas case-insensitiv passt. Und dann kann ich in den Ordner reingehen. Das ist auch super geil. Also ZSH ist voll von einer ganzen Reihe an lustigen Dingen. Was ich zum Beispiel auch machen kann, ist Sleep 10. Und jetzt warten wir einfach mal 10 Sekunden. Und wenn die 10 Sekunden durch sind, kann sich noch um Stunden handeln, werde ich sehen, wie ich meine... das fehlt noch. So, genau. Aber das sind so ein paar Features, die in die ZSH hat, die ZSH geil machen und die ZSH einfach zu einer geilen Shell machen. Ich habe jetzt vieles noch nicht gezeigt. Zum Beispiel könnte man das, wo ich euch eben das Pushline gezeigt habe, solche Widgets kann man auch selber schreiben, die man dann selber ausführen kann. Um dann sozusagen seine eigene Kommandozeile zu manipulieren. Aber da will ich jetzt in diesem Fall nicht weiter drauf eingehen, denn ich denke, ich habe schon lange genug was erzählt. Wenn es Fragen gibt, gerne Fragen. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit.